Herzlich willkommen bei einem neuen Video aus der Reihe der 5 Minuten Beziehungstipp. Paare in langjährigen Beziehungen glauben, ihren Partner besser zu kennen als Paare, die erst kurz zusammen sind. Und das ist ein Irrtum. Es ist genau andersrum. Und warum das so ist und wie Sie Ihren Partner oder Partnerin besser kennenlernen können, erfahren Sie in diesem Video. Vor kurzem war ein Paar bei mir in der Praxis. Sie sind, glaube ich, seit 12 Jahren zusammen und haben eine Tochter. Und beide arbeiten Teilzeit und teilen sich die Aufgaben im Haushalt und der Erziehung. Und heute sitzt eben dieses Paar bei mir in der Praxis, weil es in den letzten Monaten in ihrer Beziehung nicht so gut gelaufen ist. Und ich stelle ihnen Fragen, damit ich mir ein Bild machen kann, was in dieser Beziehung abläuft, also was da passiert. Und sie antworten, sage jetzt mal zuerst ein bisschen verhalten, doch je länger das Gespräch dauert, umso detaillierter und persönlicher werden ihre Antworten. Und plötzlich sagt die Frau diesen Satz, nachdem ihr Mann etwas gesagt hat. Du hast mir noch nie gesagt, dass du das so möchtest. Das höre ich zum ersten Mal. Und dieser Satz ist mir noch lange nach der Sitzung hängen geblieben und hat mich beschäftigt. Weil ich mich frage, wie ist das möglich, dass ein Paar nach 12 Jahren Beziehung die gegenseitigen Bedürfnisse noch nicht kennt oder sich nicht traut, darüber zu reden? Wie kann das passieren, wenn man miteinander wohnt, miteinander isst, zusammen Kinder hat, in die Ferien fährt, miteinander schläft? Wie passiert sowas? Und dieses Paar ist leider kein Einzelfall. Und beide sind im Alltag von ihren Aufgaben so eingenommen, dass es kaum Zeit, bleibt, übereinander zu reden. Und das hat Auswirkungen. Und es ist ein weit verbreitetes Phänomen in langjährigen Beziehungen, dass sich Paare in einer langjährigen Partnerschaft nicht besser kennen als in einer jungen. Sie glauben aber, sich besser zu kennen und besser über den anderen Bescheid zu wissen. Das ist eben aber nicht so. Und das konnte schon in einigen wissenschaftlichen Studien sehr gut belegt werden. Und zwar, die Studien zeigen, dass Paare, die weniger lange zusammen sind, Fragen über ihren Partner besser und korrekter beantworten können, als Paare, die schon lange zusammen sind. Und warum ist das so? Da gibt es zwei mögliche Antworten aus meiner Sicht. Und zwar, die erste Antwort ist, bei Paaren, die schon länger zusammen sind, besteht durchaus die Gefahr, das Interesse aneinander so ein bisschen zu verlieren. Schließlich kennt man sich schon lange. Wir erkennen uns am Schritt, wir kennen den Atem, wir kennen, wie der Partner oder Partnerin hustet, wie sie lacht und so weiter. Und dann erlischt so ein bisschen das Interesse. Die zweite mögliche Antwort könnte sein, wir reden, aber ohne über uns zu reden. Das sagen wir immer wieder Paare. Die Themen sind dann meistens Job, Haus und Kinder. Die persönliche, intime Gesprächszeit kommt einfach mit der Zeit abhanden. Was fehlt, ist eben dieses emotionale Updating, dieses wie geht's mir, wie geht's dir. Das ist das Wichtige als was hast du gemacht. Und das ist genau das, warum ich dieses Video gemacht habe. Diese Neugier aufeinander gehört zu den offenen Geheimnissen glücklicher Paare. Meine 17 Fragen, wie gut kennen Sie Ihren Partner, sollten Sie dabei unterstützen, sich diese gesunde Neugier zu bewahren. Den Link dazu gibt es unter dem Video. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen. Bleiben Sie neugierig auf das Leben Ihres Partners, Ihrer Partnerin und teilen Sie Ihr Leben miteinander. Probieren Sie es aus, weil Sie es können. Denn glückliche Beziehungen sind keine Glückssache. Glückliche Beziehungen werden gemacht von Ihnen. Und vielleicht ist dieses Video eine optimale Ergänzung für Sie. Und wenn Sie kein Video verpassen wollen, abonnieren Sie meinen Kanal und vergessen Sie natürlich die Glocke nicht. Dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online gestellt wurde. Und den Kanal abonnieren können Sie hier.